Tja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Hot Wheels World Race nachkommentiert. Es tut mir leid, ich habe übelst gefailt. Ich habe zwar alles aufgenommen, ich dachte, ich habe mein Mikrofon auch. Ich habe zwar angeschlossen, ich dachte, mein Mikrofon nimmt auf, aber lustigerweise tat es das nicht. Ich hatte eine falsche Einstellung drin. Deswegen war 45 Minuten, drei Parts, vollkommen für die Katz. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt alles nochmal drehe, aber ich habe auch wichtige Sachen freigeschaltet. Ein paar Autos, ein paar Bilder und so. Deswegen dachte ich, ach komm, kommentier es jetzt einfach mal nach. Ist jetzt auch nur drei Folgen lang. Danach wird hoffentlich wieder alles normal. Ich werde aber jetzt immer, glaube ich, mal Tests machen, ob auch alles funktioniert. Ja, tun wir mal so, als wäre nichts gewesen. So, willkommen zurück zu Hot Wheels World Race. Nämlich heute mit neuen Render-Einstellungen. Denn vorher habe ich ja, wie erkläre ich das jetzt? Waren immer minimale Ränder links und rechts, die ich mit Hilfe des YT:Stretch=16:9-Tricks mit Trick mit in die Text eingeben, Trick bla, wieder weggemacht habe. Auf Mobilgeräten hingegen funktioniert das nicht, deswegen ich habe jetzt mal ein bisschen in meinem Renderprogramm gesucht in Avidemux und habe eine Lösung gefunden, wie ich original 16:9-Bild hinkriege. Jetzt auch auf Mobilgeräten in 16:9 und HD natürlich. So. Jetzt frage ich mich, wie lange ich noch gebraucht habe, um das alles zu erklären. Ich habe es natürlich viel detaillierter erklärt. Aber vielleicht erkläre ich es gleich nochmal genauer. Irgendwann. Na komm, Leon, drück mal Accept. Alter, ey, so ein Fehler. Ich mache es seit einem Jahr, mache ich Let's Plays. Also, über 200 Folgen habe ich schon und sowas ist mir noch nie passiert. Noch nie ist mir sowas passiert, dass ich nachkommentieren musste oder dass ich einen Fail drin hatte. Und bis jetzt immer funktioniert. Ach ja, so, jetzt habe ich auch mal gedrückt. Power Slide. Use this handbrake to pounce like around sharp corners. Sharp corners are usually marked with chevrons. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So ein Fehler aber auch. Naja, im letzten Part habe ich ja, im vorletzten Part habe ich ja die League angefangen. Im letzten Part weiter gemacht. Jetzt sind wir bei Emerald Crater. Ich habe mich gerade gewundert, weil ich habe hier gerade eine ganz schnell zusammengerendert eben alles. Noch mit Rändern und so, damit ich eben auch ein Bild habe, damit ich weiß, was gerade passiert. Nämlich war der Ton ein bisschen verschoben. Aber ist ja egal, ist ja in der Endfassung dann nicht. Hoffe ich. Wie dem auch sei. Es könnte auch sein, dass ich jetzt ein leicht asynchron bin, weil ich eben alles so hin und her schieben muss. Ich versuche natürlich möglichst nah zu machen. Weil ich habe eine Idee, wenn ich das nächste Mal mit dem Boost fahre, mache ich ein Geräusch. Damit ich so hinschieben kann, damit ich auch sehe, dass ich synchron bin. Wartet. Cooler Trick. Okay. Tja, damit können wir mich dann controlen. Ich muss es einfach hier drin behalten, weil ich habe noch ein paar coole Bugs hingekriegt. Und boah! Und voll Überschlag erstmal. Slingshot, ey. Naja. Das ist mir so peinlich, ey. Naja. Wenigstens sind das Originalaufnahmen hier. Ich will ihn natürlich drin haben. Dinge kriege ich erstmal nicht. Nur noch zwei. Wow. Naja. Ciao. Okay, genau, hier fängt es ja wieder an zu buggen. Ne? Oh. Jetzt habe ich keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich so gelabert habe. Deswegen. Mann, das wäre so peinlich. Und war sowieso irgendwie alles für den Arsch. Genau, ich weiß noch, was ich gesagt habe. Ich hatte heute auch ein leichtes Problem mit meinem Grabber. Ich habe lustigerweise einfach mal ein schwarzes Bild angezeigt. Habe ich eben rumhantiert und alles versucht. PC ausgemacht und alles. Hat nicht funktioniert. Habe ich Kabel gelöst, habe nochmal alles neu installiert. Die CD nicht gefunden, weshalb hier noch alles rumliegt in meinem Zimmer. Habe ich und plötzlich, zack, war plötzlich das Bild da. Das war ganz merkwürdig. Da hätte ich meinen Körper schon wieder umbringen können. Mir fällt jetzt auch nicht so viel ein, was ich labern kann. Weil ich eben überhaupt nicht mehr weiß, was so passiert ist. Natürlich so ein paar Sachen erinnere ich mich natürlich. Nämlich das. Mathe-Turm mich einmal so richtig trollt
Ich weiß gar nicht, ob es in der Folge ist oder ob in der nächsten. Doch, ich glaube, es ist in der nächsten. Oder nee, in dieser. Um wieder daran zu packen. Und erstmal nicht auf den Boost gekommen. Sehr stark. Flackert wieder. Final Lap. Dale. Na, auf der Rampe nicht so schlimm, weil hier muss mir kein Boost geben. So und so. Wie fleckert auf eben diese Kurve? Bin ich halt 199 gefahren. Hab ich das denn geschafft? Wahrscheinlich, weil ich mit dem Berg abgehe. Gerade gelandet. Schön. Und da fängt der Krieg mit Muscleton schon an. Genau, da habe ich. Pause? Na, ich weiß es schon gar nicht mehr. Muss ich mich dann nicht in der Nase kratzen oder so? Mann, das ist mir so peinlich, ey. Ich hoffe, das passiert mir nie wieder. Das ist wirklich große Ausnahme. Ach, das ist schon okay, denke ich mal, für ein Part. Solange mir das nicht öfter passiert. Solange ihr das Spiel ja komplett seht, ist schon gut, denke ich, alles in Ordnung. Ich das ein bisschen kommentiere. Geht das schon? Und irgendwie will der Grabber mich immer in dieser Dings da verarschen, ne? Boost. Finish! Okay. 2:36:56. Das war nicht die Bestzeit, aber die hatte ich ja schon mal, glaube ich. Okay, 99 Punkte. Wie fies ist das denn? Echt, ey. Okay, ja. Neue Aufnahmesession natürlich, deswegen muss ich meinen Namen neu eingeben. For you. Override previous Hot Wheels World Race Data. Jo, auto saving data. Do not remove memory card PS. Save successful. Deep Zone. Okay, da sieht man rechts die Best Times. First AB 4:37. Also ich glaube, ich schaffe das hier sogar. Ich will natürlich nicht spoilern. Nee. Schaffe ich nicht. Don't get greedy. Merkt euch das. Und ich weiß nicht, wie laut Outer City gerade meine Stimme aufnimmt. Ja, muss ich vielleicht sonst selber stellen. Mir fällt auf, dass die Autos irgendwie nie schalten müssen, oder? Stimmt, die Autos müssen nie schalten. Hört man irgendwie so. Ist ja dumm. Das habe ich nicht in der Originalaufnahme gesagt, das fällt mir wirklich erst jetzt auf. Okay. Ein paar Ringe sammeln. Rumba! Nicht wieder die Kurve hier, ey. Diese Kurve, ey. Ist so kacke. Ernsthaft. Wenn man wie alle einfach so rumfahren und wie total langsam. Egal. Es hat halt einige viele Stellen das Spiel. Aber es ist trotzdem cool. Okay. Genau, erinnert ihr noch, als ich hier versucht habe, von den Ringe zu sammeln? Da fehlte mir zum Schluss noch ein Ring, der war auf dieser Rampe hier. Nämlich der letzte Ring. Den habe ich wohl irgendwie nicht gekriegt. Ich bin wohl zu weit links gefahren oder so und der fehlte mir noch. Hat man noch ganz kurz gesehen, nämlich genau an der Stelle, wo ich gesagt habe, wo ist der letzte Ring? In Folge, welche waren das? Ach, keine Ahnung, schon weit länger her. Folge 6 oder so, 5, 6, 7, 60 oder so. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Sollte aufhören, sowas zu machen, weil ich eben nicht weiß, ob ich das ganz synchron hinkriege alles. Ich hoffe natürlich.
gerutscht. Er war vorhin mit dem hinteren rechten Rad irgendwie vor dem Boden festgesteckt. Dann ganz komisch rausgeploppt. War ich da draußen? Arimba! Sauber. Ich weiß nicht, nachkommentieren ist nichts für mich. Aber ich wollte eben nicht die Originalaufnahmen hier irgendwie löschen oder so, weil sonst hätte ich. Ja, das habe ich schon mal so freigeschaltet, das ist ja auch irgendwie nicht das Wahre. Da kommentiert doch lieber mal nach. Wie ich einfach schon wieder nicht Boost gekriegt habe hier bei der Stelle. Das ist ja fies. Richtig fies. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch hier schaffe. In der Aufnahme. Also ich weiß nicht. Irgendwie ist das Spiel so cool designt. Wir waren hier. Vor die Ruinen im Wasser. Habe ich glaube ich schon mal so gesagt, ne? Mit Bioshock und so. Naja. Und ich fahre einfach an den Ring vorbei. Naja, ist ja eh noch unwichtig. Ist ja der später, wenn Andi kommt. Habe ich ja schon mit ihm geklärt. Er wird auf jeden Fall mit mir aufnehmen. Was ich sehr cool finde. Dann alleine bin ich einfach zu schlecht. Zu unfähig. Und dann, hey, warum, wenn es auch zu zweit geht? Das wird auch nicht so lange dauern. Mann, wäre es doch wenigstens so eine Folge gewesen, die zu verhauen haben. Aber nein, gleich drei. Ich wollte schon noch eine Folge drehen, aber ich dann zum Glück doch nicht mehr gemacht. Welch ein Glück. Stell dir mal vor, ich hätte es noch zu Ende gedreht oder so, das ganze Let's Play. Ich habe den ganzen Tag Zeit genommen, lalala, und dann fällt einem auf, dass... Okay, ich glaube, ich mache jetzt wirklich, dass ich wirklich mal voll jeder Aufnahme immer gucke, ob auch mein Headset eingestellt ist. Weil ich muss halt immer noch mal in der Systemsteuerung mein Headset registrieren, sag ich mal, als Aufnahmegerät. Das war so, dass ich das gemacht habe, habe ich den PC nochmal runtergefahren, wegen dem Grabber-Fail wieder hochgefahren und habe ich es nicht nochmal gemacht und ich bin nur Zweiter geworden. Was soll denn das? Das war jetzt ein bisschen kacke von mir. Egal. Und ja, das habe ich dann wohl vergessen nochmal und deswegen hat er lustigerweise meine Stimme nicht mit aufgenommen. Juhu! Ah, ich habe die Bestzeit getoppt. Gallery Item 21. Genau aus diesem Grund habe ich nicht nochmal von vorne aus aufgenommen, weil sonst hättet ihr das nicht gesehen. Und ein paar coole Fails, die ich noch hinkriege. Weil muss ich jetzt wieder anfangen zu lachen. Aber den seht ihr erst in der nächsten Folge. Mm. Ich muss auch gucken, dass die Zeitanzeige sehe ich jetzt gerade zufällig, weil da meine Maus drauf ist. Dass ich mich auch rechtzeitig verabschiede und so. Ach man. So peinlich. Okay, noch ein weiteres Mal auf Ägypten fahren. Da habe ich aus irgendeinem Grund nach hinten geguckt, ich weiß schon gar nicht mehr warum. Cool. Da wird Deora mich wohl ein bisschen betteln. Au, 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 au. Oh Gott. Och Mann, ey, das ist so peinlich. Ich habe so viel Scheiße wieder gelabert, die wieder so anspruchslos ist, dass es wieder Spaß macht, dazu zu gucken. Und alles für ein Arsch. Alles für ein Pupp. Das ist mir noch nie passiert, Alter. Das ist ja peinlich, echt. Ich hoffe, dass mir das nie wieder passiert. Naja, es ist auch nicht so schlimm nachzukommentieren. Aber ist halt ein bisschen blöd. So, und gleich beende ich die Folge, das weiß ich. Ich glaube, ich schalte jetzt schon mal um auf Outer City, damit ich auch sehe, wenn ich ausmachen muss. Gut, gut, ich dachte schon, dann nimmt es jetzt auch nicht auf, aber macht er.
Ich mache jetzt auf den Boost auf, das war Boost aus, das weiß ich noch. Super Stereo, genau, da hatte ich einen Bug. Eigentlich habe ich zur Seite gemacht, aber er hat es gerade irgendwie nicht akzeptiert. Wie dem auch sei. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Hot Wheels World Race. Wieder mal nachkommentiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.